kennen Sie Manoj Jansen. Es ist ein grüner Kommunalpolitiker aus der Stadt Erkelenz im Kreis Heinsberg, der dadurch bekannt geworden ist, dass er einfach rechtsextreme Straftaten gegen sich selbst inszeniert hat. Herr Jansen, der auch unter seinem Geburtsnamen Subramaniam auftritt, hat ein Hakenkreuz an sein eigenes Auto geschmiert. Er hat sich selbst Rasierklingen geschickt und die Briefe mit NSU 2.0 unterschrieben. Und natürlich durften auch die üblichen SS-Runen an seinem Klingelschild nicht fehlen. Die Stadt Erkelenz, wie auch verschiedene Medienhäuser im Land NRW, haben wie üblich reagiert, sich sofort solidarisiert. Großer Aufschrei, so weit, so lächerlich. Erst vor kurzem hat Bundesinnenministerin Faeser ja wieder deutlich herausgestellt, dass der Rechtsextremismus die Gefahr für unser Land sei. Denn haben Sie sich mal gefragt, wie diese Statistiken und diese Zahlen überhaupt zustande kommen? Straftaten werden in Phänomenbereiche eingeteilt, zum Beispiel links oder rechts. Wenn zum Beispiel irgendwo ein Hakenkreuz an einen Stromkasten oder eben an ein Auto oder ein Türklingelschild geschmiert wird, ist es automatisch eine rechte Straftat. Da solidarisiert sich das Heerlager der Heiligen, da öffnen sich schier unerschöpfliche Steuergeldtöpfe gegen rechts. Und am Ende stellt sich alles nur als billiger Betrug heraus. Und jeder will es schnell unter den Teppich kehren, aber nicht mit uns. Wir stellen dazu eine Anfrage, wie diese Straftat des grünen Kommunalpolitikers Subramaniam am Ende geführt wird.